erste Teil war auf den Gameboy ja nicht gerade der Hammer. Nicht umsonst habe ich das Spiel in meiner Rubrik Retro-Brenner quält sich behandelt. In euren Kommentaren wurde jedoch immer wieder erwähnt, dass der zweite Teil wesentlich besser ist. Höchste Zeit also, dass ich mir das mal anschaue. Was taugt Mortal Kombat 2 für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Probe Entertainment Limited entwickelt und von Acclaim bei uns 1994 veröffentlicht. Neben der Gameboy-Version wurden alle gängigen Plattformen der Zeit mit einer Portierung versorgt, unter anderem der PC, Game Gear, Amiga und natürlich auch das Super Nintendo. Wenn ihr mehr Gameplay sehen wollt, empfehle ich euch wie immer den Kollegen von Schroff gezockt. Das Video habe ich euch unten verlinkt. Kommen wir zum Gameplay und naja, ich werde wohl keinen von euch erklären müssen, was ein Mortal Kombat Spiel ist. In diesem 1 gegen 1 Kampfspiel wählt ihr einen von 8 Charakteren aus, wobei die meisten klassischen Kämpfer der Serie vertreten sind. Wenn euch das nicht genug ist, sind sogar noch 2 freischaltbare Charaktere vorhanden, Jade und Smoke. Jeder der Kämpfer steuert sich natürlich etwas anders und bietet gewisse Vor- und Nachteile und es sollte eigentlich für jeden Kampfstil etwas dabei sein. Die Kämpfe steuern sich natürlich systembedingt etwas schwerfälliger als auf den anderen System. Das steht den ganz schnellen Spielen zwar im Weg, jedoch gewöhnt man sich mit einiger Zeit dran. Die Bewegungsarten sind guter Durchschnitt und gehen vollkommen in Ordnung. Mit den zugewiesenen Tasten könnt ihr relativ leicht Schlag- und Trittkombinationen auslösen. Das einzig etwas blöd geratene Ausnahme ist die Blocktaste. Das ist der Startbutton und der ist von der Lage her nicht gerade ideal. Stellt euch also eher darauf ein, ohne Blocken zu kämpfen. Die KI der Computergegner ist auch nicht gerade die beste und versucht so ständig auf euch zuzukommen und eher mal einen Schlag mehr einzustecken, als einfach auszuweichen. Natürlich sind auch die berühmten Finishing Moves damit dabei, die ihr zum Schluss durch eine bestimmte Tastenkombination auslösen könnt. In den Spielmodi gibt es leider keine großen Abwechslungen. Als Einzelspieler könnt ihr euch im Prinzip nur den klassischen Mortal Kombat Turm hochkämpfen. Sprich, euch erwartet hier ein klassischer Turniermodus, in dem ihr einen nach einem anderen Gegner antritt. Andere Modi wie Trainingsmodi und so weiter wären zwar schön gewesen, aber naja, es gibt auch Schlimmeres. Mit dem Link-Kabel könnt ihr euch natürlich mit auch einen Kumpel kloppen. Zum Thema Abwechslung, leider bieten euch die Umgebung keine großen Abwechslungen. Lediglich 3 verschiedene Arten gibt es, da wäre auf jeden Fall mehr gegangen. Es gibt zwar noch eine vierte Variante, aber die werdet ihr nur selten zu Gesicht bekommen. Auch gibt es in dieser Version natürlich nicht die klassischen Blutspritzer. Im Vergleich zu Vorgänger liegen bei der Grafik Welten dazwischen. Die Hintergründe sind nicht mehr ganz so krümelig und man kann alles viel klarer und eindeutiger erkennen. Die Charaktere sind auch alle sehr gut erkennbar und die Animationsgeschwindigkeiten sind wesentlich besser. Der Sound orientiert sich an der Grafik und klingt auch klarer. Der Gameboy Soundchip ist da durchaus gut und hier wird er auch sehr schön ausgenutzt. Im technischen Bereich gibt es bei der Portierung nichts zu meckern. Was taugt Mortal Kombat 2 für den Gameboy also heute noch? Im Vergleich zum ersten Teil liegen da wirklich Welten dazwischen. In dem Genre ist es auf jeden Fall einer der besseren Titel für das System, wobei es nicht unbedingt perfekt ist, Stichwort Spielmodi. Wollt ihr jedoch Mortal Kombat auf den Gameboy zocken, würde ich euch auf jeden Fall zu dieser Variante raten. Das war der Test zum Mortal Kombat 2 für den Gameboy. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.